Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Diesmal sogar richtig gesagt. Ohne ein und. Zu viele M's, das darf nicht sein. Wir sind gerade. Einen Moment, ich werde es kurz demonstrieren. Bei der Kaiba Corporation hier unten. Ich habe mich vom Kartenladen mal hier hinbewegt, um diesen Roboter ein paar Mal in den Arsch zu treten, damit meine Deckkapazität erhöht wird. Weil das ist ein nicht wirklich sehr leichter Gegner. Mitunter auch. Deswegen habe ich gerade mal ein kleines Testduell gemacht, ohne irgendwas zu verwenden. Aber da wir den hier auf der Hand haben, sollte das ein leichtes sein, diesen Gegner zu vernichten. Ja. Wow. Wie gesagt, durch diesen Gegner, von dem mehrmals hintereinander besiegt, dann erhält man, glaube ich, dann erhält man eine schöne Deckkapazität. Und die brauchen wir ja, da wir so viele Imba-Karten haben im Deck. Also, da ich ja ein paar Imba-Karten gekauft habe, die wir jetzt benötigen. Und dazu brauche ich halt eine höhere Deckkapazität, deswegen mache ich halt den Typen hier ein paar Mal hintereinander fertig, einfach nur weil ich es kann. Und jetzt ist er total auf einmal total noobig. Aber der hat aber schon relativ gute Karten. Der hat nur so Karten im 900er Bereich. Aber wenn man ganz am Anfang gegen ihn kämpft, hat man gar keine Chance gegen den. Wirklich gar keine Chance. Aber jetzt so mittlerweile legt sich das schon ein bisschen. Wir ziehen den gemütlich ein paar Lebenspunkte ab. Ich weiß nicht, ob es einem schon aufgefallen ist und ob die Quali auch wirklich so okay ist, wie sie gerade ist. Aber ich habe jetzt ein neues Headset. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht allzu schlecht ist. Dann haue ich jetzt mal den hier raus. Und wie gesagt, ich war gerade beim Thema. Ich hoffe, dass das neue Headset nicht allzu schlecht ist. Da mein altes Headset war ja so ein 70-Euro Headset von Speedling Medusa MX5.1 Dingens Headset. Das war mein altes, das ist ein wenig kaputt gegangen. Da bin ich zu oft mit dem Stuhl rübergefahren über das Kabel. Ich mag zu lange Kabel nicht, muss ich ehrlich zugeben. Und ja. Deshalb ist es, funktioniert das Mikro wahrscheinlich nicht mehr so gut und eine Seite fürs Hören ist auch kaputt. Und deshalb will ich das zurückschicken. Also zurückgehen beim Mediamarkt, wo ich es gekauft habe, in Schwerin. Und wir machen das jetzt nochmal. Und ich erzähle jetzt mal noch mal ein bisschen daraus. Und ja. Fängt schon mal wieder gut an. Ich bin jetzt total wieder aus dem Redefluss raus. Vielen Dank. Neues Duell. Egal. Okay, habe ich ja schönes gezogen. Puh! Das gefällt mir ja gar nicht. Okay, 2 800er. Ziehe ich jetzt was Gutes? Nein. Habe ich vielleicht irgendwas Erde? Ja. Schön. Einfach wollen wir erzählen. Neues Headset. Ja, das alte Headset war halt kaputt. Weil ich habe ja jetzt Herbstferien ab Montag. Wir haben jetzt Freitag den, lasst mich nicht lügen, Moment, 28.09.2012. Ab Montag, dem 1.08., wenn das erste Video von diesem Projekt freigeschaltet wurde. Also werdet ihr das hier wahrscheinlich erst am Moment, das ist jetzt der 6. Part, also müsste das 12 Tage danach, das heißt, es müsste jetzt ein Samstag sein, an dem ihr dieses Video seht. Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall wird dieses Video an einem Samstag freigeschaltet, wenn ich mich nicht irre. Und ja. Egal, dann habe ich schon keine Herbstferien mehr. Schade eigentlich. Dann beginnt für mich wieder die Schule. Aber ich kann ihn trotzdem nicht umlaufen. Ja. Und in diesen Herbstferien
habe ich dann halt vor, das Headset zurückzugeben. Kriege ich 70 Euro zurück, hoffentlich. Ja, und dann... Der ist jetzt... Okay, der macht das, okay. Okay, und er macht das. Ja. Ich hoffe, dass ich denn die vollen 70 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, auch zurückkriege. Weil dann spare ich diese 70 Euro für einen neuen Headset. Für ein neues Headset? Nein, ich habe ja jetzt ein neues Headset, das, ich mag es kaum auszusprechen, aber das ist ein 12-Euro-Headset vom Aldi. Ja, und ich bin sehr überrascht, was für eine gute Qualität dieses Mikrofon hat. Aber dafür, ist halt die Kopfhörer nicht ganz so toll. Also, entweder habe ich ein fehlerhaftes Produkt, oder es ist halt wirklich so, dass das immer knistert, wenn ich den Bass anhabe dabei. Aber egal, der Bass ist mir eh nicht wichtig. Ich bin jetzt andere Kopfhörer. Das heißt, ich habe das Headset mit dem Mikro um Hals und dann habe ich noch Kopfhörer auf. Und dann habe ich Haare im Gesicht, was mich total beim Zocken stört. Welche Effekte? Ja, exakt, das wollte ich jetzt machen. So. Ja. Hübsche Karte. Ja, wie gesagt, von den 70. Ja, ich habe. Wie gesagt, kommt bei mir zu oft vor. Und außerdem weiß ich noch nicht mal, was ich gesagt habe. Ich bin scheiße vergesslich, verdammt nochmal. Also ich glaube, wir waren da. Ich will in der nächsten Woche jetzt, in der Ferienwoche zwischen dem 1. und dem 6. Oktober mal nach Schwerin ein Headset zurückgeben, 70 Euro hoffentlich kassieren. Und von den 70 Euro dann auf einen neuen Bildschirm sparen. So, jetzt habe ich es raus. So. Hab schon guten gesehen, auch im Aldi. Ja, wie gesagt, Aldi-Headset für 12 Euro. Aber egal, in der gleichen Währung war auch ein Bildschirm von Medion, von Aldi-Bildschirm und, ja, 1080p, 16:9 und, für 140 Euro. Also, ich krieg monatlich 15 Euro, das heißt, Moment, jetzt Oktober krieg ich noch was, und dennoch November, dann hätte ich schon mal 100 Euro zusammen. Dann könnte ich mir im Februar einen neuen Bildschirm leisten. Also könnt ihr euch darauf einstellen, dass ab Februar ich anfange PC-Spielen zu machen. Und ich glaube, dieses Video ist eher ein Informationsvideo als ein Let's Play. Ich habe jetzt wieder mal nicht. Ja, ich möchte noch einmal. Ich habe das Gefühl, das ist ein Informationsvideo und kein Video Let's Play. Tut mir leid, dass mal rausgerutscht. Ja. Und dann kann, wie gesagt, ihr könnt euch darauf einstellen, ab Februar beginne ich damit PC-Spiele zu Let's Playen. Ich denke mal, das erste, was ich mache, ist entweder Metro 2033 oder Red Faction Guerrilla. Und oh, das tut nicht. Das tut weh! Verdammt nochmal. Oh, scheiße. So. Okay. Ja, wie gesagt, Metro 2033 oder Red Faction Guerrilla und ich sacke gerade so übelst. Aber ja, egal. Ja. Halt bessere Spiele als nur auf dem Emulator. Halt auf dem Emulator andauernd nur das. Das ist auch nicht das Wahre. Schön. Das ist gar nicht angenehm. Das ist schon angenehmer. Ah, meine Nase. Ja.
Noch dazu kommt jetzt alles über meine Sache, was ich in Zukunft plane, alles habe ich fast alles erzählt. Entschuldigung, ich muss gerade irgendwie in meinen Ohren wehgetan haben. Bin gerade gegen das Mikro gekommen. Will ich jetzt nicht nochmal vorführen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so wirklich gut. Und ja, ich habe noch nicht alles aus der Zukunft. Also ich geplante Projekte sind zum Beispiel Pokémon Mystery Dungeon Rot, Pokémon Trading Card Game. Das sind schon wieder zwei Projekte, die ich noch geplant habe, und noch ganz viele Spiele für Emulator halt. Auch Zelda Minish Cap, wenn kein anderer vom Kanal was dagegen hat, weil Zelda ist ja bekannt dafür, dass es gute Spiele sind, und würde mir nicht wundern, wenn die anderen auch dieses Zelda haben möchten als ihr Projekt. Nein, ich darf nicht gehen. Nicht in der Aufnahme. Mhm. Ja, nach der Aufnahme hier werde ich jetzt erstmal fett was trinken gehen. Halt schon ein bisschen weh. Ich habe auch fett Überlänge jetzt schon. Ja, scheint so. Mhm. Jawohl. Ich denke mal, das wird jetzt das letzte Duell sein. Ich denke mal, drei Duells sind auch genug für ein Part. Wie gesagt, das ist halt jetzt alles, was ich so in Zukunft geplant habe. Und jetzt zu den Neuerungen, die bis jetzt entstanden sind. Also wie gesagt, wir haben heute immer noch den 28.09.2012. Also ist der Tag, als ich das hier aufnehme. Und wahrscheinlich ist es euch, wenn dieses Video hochgeladen ist, schon aufgefallen. Aber ich habe ein neues Profilbild entworfen. Ich habe einen neuen Kanalhintergrund gemacht. Es ist vielleicht nicht gut, aber ich bin auch nicht der Beste in so Photoshop-Sachen. Und Photoshop benutze ich ja ähnlich. Ich benutze ja Paint.net. Ist Freeware. Könnt ihr euch auch auf Ship downloaden. Ich komme damit wirklich sehr gut klar. Ist wirklich eine gute Alternative zu Photoshop. Und ich schweife ab. Wie gesagt, neues Profilbild, neuer Kanalhintergrund. Jetzt wahrscheinlich auch mit Wasserzeichen oben links oder oben rechts. Weiß ich noch nicht. Werde ich also nachher beim Bearbeiten sehen. Und so ein kleiner Banner unten. Ja. Das ist auch schön. Also der wird mal für 5 Sekunden oder so ein Video eingeblendet sein am Anfang des Videos. Und ja. Das sind jetzt so ein paar Neuerungen vom Design her. Vielleicht wird sich da auch später noch was tun. Ich weiß es nicht. Aber das ist, wird die Zukunft ja sagen. Weife ich gerade ab? Nein, ich glaube, ich schweife gerade nicht ab. Aber egal, jetzt kümmern wir uns mal wieder um das Gameplay hier. Okay. Oh Gott, ich bin fast vorm Gehen. Ich sollte so spät nicht aufnehmen um 23 Uhr. Mittlerweile. Na gut, eigentlich 22.56. Ach, scheint ein Erdmonster zu sein. Nein, das ist einfach nur ein schwaches. Okay. Kann ja mal falsch raten, ne? Irren ist ja menschlich. Und gerade sehe ich in meinem Hintergrund, weil ich habe, mein Hintergrund wechselt alle 30 Sekunden. Ich habe da so verschiedene Wallpaper von Animes. Und ja, weil ich bin ja totaler Anime-Suchti, Fanatiker oder was auch immer. Und einer meiner Lieblings-, jetzt ist es wieder weg, toll. Aber trotzdem geile Anime da. Also einer meiner Lieblingsanimes ist Fairy Tail. Und mein absoluter Lieblingscharakter dort in diesem Anime ist Lisana, falls ihr welche kennt. Und ich bin gerade so bei Folge 98 bin ich gerade. Und deshalb werde ich jetzt nicht sehr viel darüber erzählen, weil vielleicht sind manche Leute von euch, die den Anime auch gucken, jetzt haben wir den endlich, das ist schön, nicht ganz so mit Animes vertraut oder vielleicht doch, aber sind noch nicht so weit mit Fairy Tail gucken. Und ich sag euch, Lisana ist wirklich mein Lieblingscharakter da.
aus Fairy Tail. Ich weiß nicht wieso, ist einfach so. Und so um die 95 geht's noch mal so ein bisschen um Lysana, aber ich erzähle wieder zu viel. Ich erzähle wieder viel zu viel. Und ich wette, der Part hat übelst Überlänge, weil ich so übelst am Erzählen bin und gar nicht mehr rauskomme. Ich rede zu viel über Animes, während ich hier Let's Plays mache. Wieso laufe ich hier jetzt so scheiße durch die Gegend? Ich habe immer noch nicht darauf geachtet, wie viel die Kapazität immer steigt, wenn ich gegen die Roboter spiele. War es immer 5 oder? Guck ich mir ja gleich ein Video an, also. Naja, dann. Bis zur nächsten Folge, euer Schasse. Ciao.